Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenrückblickes des Suvorov-Instituts. Herr Markowitz, was hat sich diese Woche ergeben auf der Welt? Was ist so los? Ja, also es gibt viel Neues von unserem Lieblingssultan Recep Tayyip Erdogan, der sowohl nach Osten als auch nach Westen expandiert hat. In Syrien hat sich dadurch eine neue Bedrohungslage ergeben. Und zwar nach der Eroberung der Stadt Afrin von der YPG, also den dortigen kurdischen Volksverteidigungseinheiten, hat sich jetzt die türkische Offensive Richtung Manbij gewendet. Nur ist eben das Problem bei Manbij, dass dort US-amerikanische Soldaten stehen, aber auch französische. Und der französische Präsident Macron hat mittlerweile Donald Trump zugesichert, dass er notfalls auch gemeinsam mit ihm diese Stadt gegen türkische Truppen verteidigen würde. Das heißt, hier ist mittlerweile ein Interessenkonflikt innerhalb der NATO sogar eingetreten und es besteht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass hier sogar innerhalb der NATO ein Krieg ausbrechen könnte, was ja sehr seltsam wäre und wohl für das westliche Bündnis auch sehr katastrophal. Aber man muss eben auch sagen, dass natürlich die Türkei wahrscheinlich eben unter dieser Bedrohung natürlich zurückweichen wird. Ist ganz klar, weil sie sich nicht unbedingt mit den USA anlegen wollen. Und das ist eben ein Signal dafür, dass es die USA offensichtlich nicht mehr widerstandslos hinnehmen dürften, dass die Türkei eben hier in Nordsyrien und dem Irak ihren Einfluss weiter ausbaut. Natürlich könnte man sich die Frage stellen, warum macht das die Türkei überhaupt? Die Türkei war eigentlich schon seit Ausbruch des Syrienkrieges, der natürlich ein Weltstellvertreterkrieg ist, weil sie eigentlich von Anfang an eben auf Seiten der Gegner Assads. Erdogans Familie hat sogar direkte Verbindungen zum Islamischen Staat unterhalten. Mehr oder weniger wieder fast gesamte Westen. Und diesen eben unterstützt. Also nichts Besonderes jetzt. Also eigentlich nichts Besonderes, ja. NATO-Mitglied der Kontakte zum IS hat. Manuel Ochsenreiter hat es eben auch in seinem Magazin zuerst auch damals nachgewiesen, dass der Türkei vor allem darum gegangen ist, eben diese Regionalmacht Syrien zu schwächen, insbesondere wirtschaftlich, Stichwort Aleppo, wo man sogar ganze Industrieanlagen demontieren hat lassen und in die Türkei transportieren. Dementsprechend kann man sagen, es ist der Türkei einerseits darum gegangen, Syrien und der Assad als Regionalmacht zu schwächen, um eben hier selber eine Art Hegemonie richten zu können, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite passt das natürlich eben auch wunderbar mit dieser Bewegung innerhalb des türkischen Neo-Osmanismus zusammen, die eben eine Revision der türkischen Grenzen fordert. Mhm. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang eben, dass man einerseits auf Mosul abzieht, als ehemaligen Bestandteil des Osmanischen Reiches im Osten, und andererseits im Westen die Ägäisinseln auf der einen Seite, aber auch andererseits weitere Teile von Thrakien sich wieder einverleiben will. Also man könnte sagen, das ist jetzt eigentlich mittlerweile eine Bewegung innerhalb der türkischen Gesellschaft, die schon seit über 100 Jahren andauert und die eigentlich das, was mehr oder weniger Atatürk angefangen hat, nämlich die Revision von Sèvres, dass man das jetzt eben konsequent zu Ende bringt und eben auch hier im Osten und im Westen wieder diese Grenzen revidiert. Und das bringt dann eben zum zweiten außenpolitischen Abenteuer von Erdogan, und zwar ist es eben diese Woche zu mehreren Grenzverletzungen an der Seegrenze zu Griechenland gekommen, wo sich eben türkische Jets mit griechischen Jets eben so Scheingefechte geliefert haben um die Ägäisinseln. Auch wieder zwei NATO-Staaten? Auch wieder zwei NATO-Staaten, genau. Und diesmal eben auch explizit eine Bedrohung für Europa, die eben nicht nur deswegen problematisch ist, weil ja Erdogan eben für die liberale EU den Türsteher gegen die Masseneinwanderung macht. Der türkische Türsteher. Ja, genau. Vor der Diskothek Europa. Vor der Diskothek Europa. Damit alle brav weiß bleiben können. Genau. Nur ist eben die mehr oder weniger kein Problem-Politik mittlerweile zu Ende gebracht. Und mittlerweile gibt es Probleme, und zwar ganz handfeste Probleme eben einerseits mit Griechenland, eben nicht nur in der Zypernfrage, sondern jetzt auch mittlerweile um diese Inseln in der Ägäis, wo es auch nicht zuletzt um Gasvorkommen geht. Und ja, die EU schaut dem relativ tatenlos zu. Es hat jetzt eben auch einen Gipfel im bulgarischen Varna gegeben, wo ja bekanntermaßen
also in Bulgarien existierte bekanntermaßen auch eine starke türkische Minderheit, immer noch. Und ja, Erdogan war auf diesem Gipfel eben nicht zum Einlenken bereit, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war die EU auch nicht dazu bereit, was man natürlich von einem liberalen Staatenkonstrukt erwarten kann, dass sie endlich eine Politik der Stärke ihrer bisherigen Politik der Schwäche entgegensetzt und schlicht und ergreifend die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ein für alle Mal abbricht und eben auch der Türkei selber mit Sanktionen droht, beziehungsweise mit militärischen Maßnahmen, so wie das Russland 2016 nach dem Putsch in der Türkei und dem Abschuss eines russischen Flugzeugs gemacht hat, dass man einfach halt einmal ein paar Tage lang die Grenze bombardiert, damit da ein gewisses Warnsignal da ist. Aber aufgrund ihrer militärischen Schwäche kann die EU das eben nicht machen. Ja, aber und ja, das ist eben diese Lage in Griechenland, in Europa und in Syrien. Und ich glaube, was eben Europa noch großes Kopfzerbrechen bereitet, das ist ja diese Skripal-Affäre. Naja, diese Krimi, die sich da abgespielt hat, ist natürlich von den Medien sehr hochgespielt worden und vor allem natürlich auch eben absichtlich ausgenutzt worden von den Herrschaften, die weiterhin gegen Russland hetzen wollen. Mhm. Weil allein die Tatsache, dass jemand mit einem Giftgas aus der ehemaligen Sowjetunion da vergiftet worden ist, deswegen ist gleich der Herr Putin schuld, ein bisschen billig. Also für jeden Menschen, der sich ein bisschen, ich glaube für jeden Menschen, der nur Kriminalromane liest, ist schon so eine Indiziengeschichte schon mal nicht haltbar. Ja, gibt es da eigentlich schon Beweise? In Wirklichkeit gibt es überhaupt keine Beweise, aber in Wirklichkeit ist es so, dass trotzdem das weiterhin in den Medien sehr hochgespielt wird und eben jetzt schon Ausweisung von Diplomaten geschehen ist, auf beiden Seiten natürlich. Österreich hat sich Gott sei Dank da nicht hineinziehen lassen, das ist also für mich, muss sagen, bin ich auch ein bisschen stolz auf Österreich, dass wir da nicht mitspielen, dass wir da eher, und auch in Russland ist man, glaube ich, der Meinung, dass wir jetzt auch eine andere Rolle spielen könnten, das ist sehr positiv. Wie gesagt, diese ganze Skripal-Geschichte, wo eben die Frau May, die hat sich wahrscheinlich ein bisschen zu viele James-Bond-Filme angeschaut, weil heutzutage arbeiten die Geheimdienste ein bisschen anders und nicht mit irgendwelchen Mordgeschichten, die sich da abspielen, sondern heutzutage sind wir in einem Propagandakrieg, wir sind in einem Krieg, wo es um Spionage und vermehrt auch immer mehr um Wirtschaftsspionage geht, aber nicht, wo dann irgendwelche Leute mit Giftgas vergiftet werden oder irgendwie da, weiß nicht was, mit einem Auto niedergeführt werden oder so. Also diese ganzen Geschichten, die man da uns darlegt, das irgendwie in einem billigen James-Bond-Film, aber nicht so sieht nicht die Realität der heutigen Geheimdienstarbeit aus. Und ich denke, dass die jetzige Entwicklung sehr problematisch ist. Das heißt auch, dass die Straßen in der Europäischen Union panzertauglich gemacht werden sollen. Ja. Das ist natürlich eine große Gefahr, weil das natürlich in erster Linie eben gegen einen Angriff gegen Russland vorbereiten sollen. Und die Russen sind dementsprechend vorbereitet. Wie gesagt, der Armata-Panzer, der braucht eben keine Straßen, um sich zu bewegen. Ich weiß nicht, was mit den Panzer ist von den NATO-Staaten oder mit die vor allem auch Panzer aus den Vereinigten Staaten, die ja da eingesetzt werden dann sollen. Mhm. Das sind ja die ganzen Abrahams-Panzer, die in Deutschland stationiert sind. Aber ich sehe dem Ganzen trotzdem locker entgegen. Ich denke, dass wir verstärkt uns ansehen müssen, wie sich die außenpolitische Situation verhält. Das ist auch der Grund unserer Tätigkeit. Und ich denke auch, dass wir das nicht immer nur lokal beobachten dürfen, sondern im Gesamtkontext sehen müssen. Wie gesagt, die Sache mit Griechenland, der Türkei, die Situation in Syrien, und jetzt auch das Ganze, was sich in Europa abspielt, vor allem mit der Verschärfung der Sanktionen im Sinne von dieser Diplomatenausweisungen, sind natürlich in einem Zusammenhang auch zu sehen und sind nicht lose voneinander zu beurteilen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass vor allem auf der Seite Russlands Leute sind, die durchaus mit Gewissen an die Sache herangehen und die nicht so billig und leichtfertig wie eben die britische Premierministerin handeln. Das denke ich schon. Das ist eine größere Besonnenheit und auf das verlasse ich mich. Also ich verlasse mich nicht auf die Qualität der Leute, die in Brüssel das Sagen haben oder in Washington. Also weder moralisch noch von der Kompetenz her, sondern ich verlasse mich eher auf die Besonnenheit der Herrschaften, die jetzt im Kreml das. Und das ist jetzt ja keine Propaganda, das kann man jetzt auch eins zu eins gegenüberstellen. Wie haben die Herrschaften im Westen jetzt gehandelt und wie antwortet Russland darauf? Dann ist das in einer gewissen Art und Weise fair, indem man eben auch Diplomaten ausweist, das gehört halt dazu zum Spiel, aber es ist nicht über das Ziel hinausgeschossen. Während die anderen haben eindeutig über das Ziel hinausgeschossen, mit einer Sofortverurteilung der, Russlands wegen dieser Mordaffäre. Man darf eins nicht vergessen, das möchte ich noch abschließend sagen, Agenten, Doppelagenten,
Menschen, die mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, sind immer mit einem Fuß in der Kriminalität, grundsätzlich. Mhm. Das ist ja mal von den Handlungen, die sie setzen, aber auch mit den Kontakten, die sie knüpfen. Wer sagt uns, dass der nicht einfach von irgendwelchen Herrschaften weggeräumt worden ist, die mit denen er Geschäfte gemacht hat? Ja? Das ist einfach so. Ja? Die meisten Geheimdienste finanzieren sich über illegale Geschäfte übrigens. Ja? Also wer sagt uns, dass nicht einfach irgendwelche Ost-Mafia-Banden den einfach ermordet haben, weil er irgendwie was verraten hätte oder weil er irgendwie nicht gezahlt hat oder was auch immer, oder irgendwelche Geschäfte nicht so funktioniert haben. Ja, oder genauso könnte es der britische Geheimdienst gewesen sein. Ja, als False-Flag-Attacke, das ist immer das Einfachste. Aber ich würde hier auch sagen, es könnte einfach nur ein interessanter Zufall sein. Man braucht einen Anlass gegen Russland und dann ist halt der tot und dann nimmt man gleich das. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Liquidierung von Gegnern oder Neutralisierung, wie man es am besten ausdrückt, nicht mehr so das Hauptgeschäft von Geheimdiensten ist, sondern dass eigentlich die Geheimdienste heute, wie es uns gerade auch die Art und Weise, wie Thinktanks funktionieren, die auch immer schon teilweise in Richtung Spionage schon gehen, mit ihren Tätigkeiten, die eigentliche Aufgabe von diesen Diensten ist in erster Linie Informationsbeschaffung und eben natürlich auch verdeckte Informationsbeschaffung im Sinne von Spionage, sicher auch eine gewisse Propagandatätigkeit, aber weniger eben das Ermorden von irgendwelchen Gegnern. Also das ist, wie gesagt, wir müssen einmal weg von dieser Sichtweise, dass alles sich wie in einem James-Bond-Film abspielt, und mal wieder zurück zur Realität. Und die Formel hat das absichtlich genützt, um Propaganda zu machen. Man hätte das ganze Problem auch anders lösen können. Ja? Also es ist ja nicht darum gegangen, dass der tot ist, sondern es geht um ganz was anderes. Es geht darum, man braucht einen Grund, um das politische Klima gegen Russland zu vergiften. In Wirklichkeit ist nicht der vergiftet worden von Russland, sondern das Klima wird gegen Russland vergiftet, ja, in der Geschichte. Also um das Gesamtbild zusammenzufassen, auf der einen Seite haben wir hier einen drohenden Konflikt zwischen zwei NATO-Partnern in Syrien, ja, zwischen der Türkei, USA, Frankreich. Auf der anderen Seite eine Kriegsgefahr an der Südostflanke Europas in Griechenland, ja, eben wieder mit Erdogan. Und ja, zu guter Letzt natürlich die seit 2014 schwelende Krise mit Russland, die vor allem eben immer mehr vom Westen hochgeschaukelt wird. Ja. Und ja, eigentlich, eben wie vorher kurz erwähnt, sind fast alle Schritte abgeschlossen, die man braucht, um eben zu einer Kriegserklärung seitens der EU-Staaten an Russland eben hinzukommen. Ja, wie gesagt, nur wir wissen, wie solche Kämpfe zwischen Europa und Russland immer geendet haben. Genau. Und das wollen wir uns alle nicht wünschen, und man darf nicht vergessen, dass der dritte Weltkrieg, wenn er stattfinden wird, auf europäischem Boden stattfinden wird. Nicht irgendwo fern auf irgendeinem Schlachtfeld in Asien oder sonst wo, sondern der wird hier stattfinden. Und da kann man sich halt überlegen, wer das haben möchte. Und wenn wir das so haben wollen, dann soll halt das Schicksal Europas sein. Ich will es halt nicht so haben. Ja? Absolut. Aber wenn es Herrschaften gibt, die das so haben wollen, bitteschön. Absolut. Na, und ich glaube, gerade deswegen ist es wichtig in der Hinsicht, dass man eben Informationsarbeit betreibt, dass man versucht, diese westlichen Propagandamechanismen zu hinterfragen und eben darüber aufzuklären. Und ja, in dem Sinn kann ich nur sagen, wem auch die heutige Episode unseres geopolitischen Wochenrückblicks gefallen hat, der hinterlässt bitte ein Gefällt mir auf YouTube und ja, verbreitet unsere Videos. Und in dem Sinn möchte ich mich herzlich bei allen unseren Zusehern bedanken und sage nur bis nächste Woche zur nächsten Episode des geopolitischen Wochenrückblicks vom Suvorov-Institut. Danke. Wir sehen uns.